wie wird es zum Bienenschmied? Da habe ich vor Jahren einmal den Doppelgänger von Michael Jackson getroffen, der sah täuschend echt aus. Er kam mit einem Jaguar vorgefahren und der WDR war da und filmte alles. Das war sensationell, aber da fahren wir heute nicht hin, das ist zu einsam.